Hey, ich bin Arnold und ich erkläre euch heute, wie man Formen plastisch schraffiert durch Hell-Dunkel-Abstufung. Die Lichtquelle kommt in diesem Fall von links oben. Grundsätzlich gilt, je weiter vom Licht entfernt, desto dunkler. Hierfür nutzt ihr bestimmte Schraffuren. Entscheidend ist auch hier, die Linie passt sich dem Gegenstand an. Bei einem Quader sind die Striche entsprechend gerade wie die flache Oberfläche, bei einer Kugel wären sie gekrümmt. Ihr könnt hierfür, wie jetzt hier, einzelne Liniengeflechte parallel setzen, könnt aber auch eine Kreuzschraffur ansetzen, bei der sich die Linien wechselseitig überlappen, um noch mehr Dunkelheit zu erzeugen. Die vom Licht abgewandte hintere Seite ist ganz dunkel, doch auch die dem Licht nicht zugewandte vordere Seite ist recht dunkel. Sie neigt sich aber nach vorne etwas der Helligkeit zu. Außerdem braucht ihr noch einen Schlagschatten. Man unterscheidet zwischen Körper und Schlagschatten. Körperschatten sind die Schatten, die ein Gegenstand in sich wirft. Schlagschatten sind die Schatten, die ein Körper aus sich herauswirft. So, der Quader ist jetzt fertig. Am besten ihr übt das Ganze erst einmal, und zwar in verschiedenen geometrischen Formen. Dem Quader, der Kugel, dem Kegel, dem Zylinder und der Münze. Wenn ihr es schafft, dass eine Kugel rund oder eine Münze flach ist, nur durch Schraffur, dann seid ihr auch schon bereit für die nächste Übung. Bei der wird es darum gehen, dass ihr Gegenstände wie zum Beispiel einen Apfel plastisch gestaltet. Und genau das ist auch der Sinn und Zweck dieser Übung. Wenn ihr einmal plastisch schraffieren könnt anhand von einfachen geometrischen Formen, lernt ihr in einem nächsten Schritt, wie man Gegenstände oder Lebewesen richtig zeichnet. Will man einfache geometrische Formen wie einen Quader plastisch gestalten, braucht man verschiedene Dinge. Eine Lichtquelle, einen Körperschatten, einen Schlagschatten und Schraffuren. Hierfür könnt ihr unterschiedliche Liniengeflechte nutzen, die sich aber dem Gegenstand bzw. dessen Oberfläche und Form anpassen müssen. Übt diese Zeichnung. In weiteren Videos lernt ihr dann, wie man Menschen, Tiere, Gegenstände und andere Dinge zeichnet.